Ja, hallo miteinander. Oh. Soll ich wegen dem Ernst von der Situation Hochdeutsch reden oder wenn wir Schweizerdeutsch reden? Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch ist die Frage. Hochdeutsch, wenn ich mal so. Fluchen auf Schweizerdeutsch. Ja, also. Herzlich willkommen und es ist, glaube ich, wirklich ein spezieller Moment. So fehlen mir eigentlich jetzt die Worte. Aber ich weiß, dass ich vieles sagen will und ich will mich kurz fassen und ich soll auch nicht zu langsam sprechen. Als ich 2011 das erste Mal Archivbestände angeschaut habe, zu Serge Stauffer, hätte ich das natürlich nicht erwartet, dass das so sich entwickelt. Aber es ist einfach mega. Fluch auf Schweizerdeutsch. Und freut mich, dass Christoph Schenker auch hier ist, weil er hat das von Anfang an unterstützt, am IFK, der ZHDK, damals mit einem kleinen Betrag, einfach um eine erste Vorsondierung zu machen. Und dann kam die Ausstellung im Helmhaus, ein SNF-Projekt, wir haben mit Doris Stauffer gearbeitet, ich habe das Archiv von Peter Traxel aufgearbeitet, das war ein Auftrag der Stiftung, die er gegründet hatte, so. Und die Nichte von Hans-Jörg Mattmüller hat dann gesagt, wohin sollen wir das Archiv bringen? Ich habe gesagt, entweder Kanton Bern oder ZHDK Zürich. Sie hat gesagt, mit dem Kanton Bern will ich nichts zu tun haben. Deshalb ist es jetzt an der ZHDK. Und ich wollte auch schon jahrelang so eine Plattform aufbauen, weil ich habe gemerkt, dass in all diesen Beständen, in diesen Archiven, die wir gefunden haben, dass da immer wieder ein Teil der F&F-Schule vorkommt. Und man kann das ja fast nicht zusammenbringen, wenn das so verteilt ist in der einen Schachtel und bei der anderen Person und so. Und ich habe in drei Anläufen habe ich es jetzt geschafft, dass es realisiert wird. Also die ersten zwei Mal sind nicht gelungen, das waren herbe Niederlagen, bei denen ich an Weiterbildung gedacht habe. Aber jetzt, genau, steht's. Wir arbeiten zu zweit im Projekt. Geraldine Tedder ist jetzt in Rom und kann nicht hier sein, aber sie freut sich auch mit uns. Und es sind mehrere Betriebe involviert, die Furbo für die Webprogrammierung, Neu für die Gestaltung und Doku-Team für die Archivdatenbank. Weil ich versuche, und das ist vermutlich die kleine Besonderheit, also es gibt Digitalisierungsprojekte, dann kann man in Archiven digitalisierte Sachen anschauen. Und es gibt tolle Internetplattformen. Aber scheinbar ist es nicht möglich, das gleichzeitig zu tun. Und das war unser Anliegen. Also, dass es ein großes Digitalisierungsprojekt ist, welches aber auch auf ansprechende Weise verfügbar ist. So, und dass die Leute, die dabei waren oder dabei sind, auch sich angesprochen fühlen. Und das sind ja keine Archivmäuse wie ich. So. Deshalb war das so wirklich wichtig und das kostet dann deshalb auch viel Geld. Und deshalb haben wir auch eben so viele Drittmittel organisiert, genau. Und wir hoffen aber auch, dass dadurch, dass wir das jetzt einmal geschafft haben, dass das vielleicht in Zukunft einfacher wird, aber vermutlich nicht. Es bleibt kompliziert. Die Website soll aber mega einfach sein und deshalb sage ich jetzt auch nichts mehr. Das versteht sich von selbst. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute haben wir so eine schöne Runde.
dass die Beteiligten sich vorstellen, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen, und dass wir nachher auf den Bildschirm schauen, ob sie sich finden oder nicht. Und wir dann einfach das so plauderhaft erleben können. Und nach einer Stunde sind wir vermutlich dann auch müde. Das war meine Idee. Und ich hoffe, ihr seid einverstanden. Super. Dann würde ich vorschlagen, Thomas, möchtest du dich als Erster vorstellen? Ja, mache ich gerne. Thomas Kränicher ist mein Name. Ich bin 1986, habe ich als Student angefangen an der F&F und habe 4 Jahre gemacht und danach ein Gastjahr an der Kunstakademie Düsseldorf und bin dann aber ein bisschen von der Kunst weg in selbstständige Tätigkeiten gestalterischer Art. Ich habe aber als Lehrer gearbeitet, weit über die Studienzeit hinaus. Also ich habe tatsächlich schon angefangen während der Studienzeit, weil ich damals das Glück hatte, Kenntnisse zu erwerben über die Bedienung eines damals Amiga 1000, eines Computers, der besondere grafische Fähigkeiten hatte. Und das Interesse der Schulleitung war, dass dieses Werkzeug und Medium genutzt wird an der F&F und dass jemand das Arbeiten damit vermittelt. Und deswegen habe ich das eben wahrgenommen über bis circa 2000 oder 2001, ganz sicher weiß ich es nicht mehr. Und ich war natürlich dann auch oft an Lehrersitzungen mit dabei und bin Vereinsmitglied geworden, war noch ein Jahr im Vereinsvorstand. Damals, als dann dieser Generationenwechsel vonstatten ging, der recht turbulent war und auch schmerzhaft zum Teil für gewisse Leute. Und mit diesem Übergang ist dann meine Verbindung zu F&F eigentlich ein bisschen in die Ferne gerückt. Bis heute oder bis die letzten Tage, kann man sagen. Okay, dann mache ich weiter. Ich bin Eva Hurley. Ich kam 1980 an die F&F als Lehrerin für Bewegung, Tanz und Körpersprache. Ich kam damals zurück aus Kalifornien. Ich hatte eine intensive Ausbildung gemacht mit Anna Holprin und dem Dances Workshop. Und war sowas von Feuer und Flamme über die Arbeit, wie wir den Körper einbeziehen können in die kreative Arbeit, dass ich dann irgendwie das Glück hatte, als Gastlehrerin engagiert zu werden. Und ich bin dann geblieben bis 97. Also das war dann eigentlich erstaunlich lange. Ich habe eben mit Thomas gesprochen vorhin, dachte ich, war tatsächlich erst 26, als ich diesen Lehrerjob bekam und ich war einfach total begeistert. Und die Begeisterung für den Körper im kreativen Prozess, da bin ich immer noch voll auf der Spur. Ich bin jetzt allerdings 67 und blicke jetzt da zurück. Ich hatte die intensive Zeit mit der F&F, das war eine unglaublich tolle Chance für mich, dass ich da unterrichten konnte und diese Arbeit einbringen konnte, auch wenn das sicher kontrovers war im Team. Ich habe mich dann weitergebildet und so halt in den Psychotherapiesektor, weil da eigentlich mehr Informationen zu finden waren, wie der Körper in der Kommunikation mitspielt. Und dann vor 10 Jahren habe ich dann das auch aufgehört mit der Psychotherapie und jetzt habe ich mich eigentlich wieder sehr dem Tanzen zugewendet, einfach so zu meinem Vergnügen. Und es war dann eine große Überraschung, als der Michael anruf vor 10 Tagen, dachte ich, jetzt habe ich 24 Jahre nie an die F&F, nie was gehört. Ja. Und jetzt macht Spaß, da wieder ein bisschen zurückzuschauen. Dazu ergänze ich vielleicht kurz,
Eva Hörli hat uns letzten Freitag auch begleitet im Pooling. Wir waren in der Roten Fabrik und aus Covid-Gründen gehen wir nicht in Räume, also waren wir draußen, es war kalt, hat geregnet und sie hat mit uns so Körperaufwärmübungen gemacht und das war sozusagen die extra Strafe oder Belohnung, je nach Sichtweise. Das Schweizer Fernsehen war dabei und hat uns verfolgt und hat einen Teil davon gestern dann auch ausgestrahlt und auch ein tolles Statement von dir dazu. Kleine Ergänzung. Den Thomas habe ich auch in meinem Kurs kennengelernt als Studenten und wenn ich dich sehe, sehe ich dich noch eine kurze Performance machen als Möwe. Mein Name ist Moshe Wesseli und ich kam als Schüler noch in der Kunstgewerbeschule zur F&F, nämlich die letzten zwei Jahre, 68, 70. Aus unserer Sicht war da viel los. Wir waren auch ein bisschen die Troubleshooters oder Troublemaker mehr. Das hat dann geendet mit einer Ausstellung in Bern, wo wir für ein paar Wochen die Kunsthalle haben konnten. Das war auch ein großes Glück. Und dann habe ich in den ersten Jahren, wie dann die F&F selbstständig wurde und die Stratschmiedli rüberging, konnte ich Abendkurse machen, ein paar Jahre. Dann war ich für viele, viele Jahre dann weg, habe ganz anderes gemacht, bin dann irgendwie über viele Wege zur Psychoanalyse gekommen, hauptsächlich dann aber auch Gruppentherapien, was mich immer sehr interessiert hat, schon als Arbeiten in der Klasse und bin dann in den mittleren, späteren 90er Jahren wieder dazugestoßen zur F&F, hat mich Matt Müller dann wieder einmal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte. Natürlich hatte ich Lust. Und da war ich dann schon eine, wie sagt man, Kursleiter, Lehrperson, für, das hieß damals noch plastisches Gestalten, aber ich habe das eigentlich dann erweitert, so zu einem Multimedia, alles Zeugs mit Performance, Objekte, Installationen und sehr oft eben als Klassenarbeit. Und war auch noch ein Stück dabei bei den ersten Schritten zur Institutionalisierung der Schule in den Ende 90er, wie es darum ging, dass Diplome eingeführt wurden und dafür brauchte es ja eine eidgenössische Bewilligung und damals hatten wir so die ersten Ausstellungen, Diplomausstellungen, so wie das heute ja da auch ist. Dann mit dem Wechsel, nach dem Tod von Serge zuerst und nachher dem Wegscheiden von Hans-Jörg Mattmüller, kam es ja dann zu diesem Wechsel in der Schule und in diesem Zusammenhang war dann für mich dann auch Schluss. Und seither, wie viele hier da, nicht mehr viel, war die Entfernung immer ein bisschen groß. Und erst Michael hat mich dann für die Ausstellung im Helmhaus, hat er mich angefragt und habe ich ein Werk gekleidet, spenden dürfen und jetzt sind wahrscheinlich in dem Zusammenhang hat er mich wieder angefragt und ich bin gern gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Hat der Ton zum Bild gehört? Hat der Ton jetzt vorhin zum Bild gehört? Das Brummen?
Grüezi, ich bin Anton, hört man mich? Ich höre nichts. Anton Bruhin und kam vom Vorkurs in die F&F, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, 65 oder 66. Das war das zweite Jahr, als diese Klasse überhaupt existiert hat an der Kunstgewerbeschule. Hans-Jörg Mattmüller und Serge Stauffer waren die Lehrer. Die meisten Klassenkameraden hatten schon eine Berufslehre hinter sich und eine gestalterische Weiterbildung vor sich. Und ich kam direkt als ohne Berufsabschluss, um dann später in der Kunstgewerbeschule eine Fachklasse zu besuchen oder eine Berufslehre zu machen. Was kann ich über die Schule sagen? Das war natürlich aufregend. Damals war Pop-Art angesagt, aber Serge Stauffer hat uns auch Duchamp erklärt und das schwarze Quadrat von Malevich war so eine Hypothek in der Kunst, das war um 1915 und seither ist ja die Kunst nicht moderner geworden. Aber meine Kollegen haben Pop-Art gemalt und dachten, das sei jetzt neu. Aber für mich war das auch schon retro irgendwie. Das war so, ich kam aber von den Ferien mit Landschaftsbildern in Öl in die Klasse zurück und habe schon gewusst, wie die Reaktion sein würde von der Peer Group. Ich wollte mir aber von Duchamp nicht den Spaß am Terpentin nehmen lassen. Ich rieche es nämlich gerne. Das war jetzt etwas sehr persönlich. Was kann ich allgemein noch sagen? Damals waren die Beatles mit Revolver, dem Album, mit der schönen Federzeichnung von Klaus Voormann, schwarz-weiß. Und die Stones haben, wie hieß die rot der rötlich-schwarze Platte, kommt mir noch in den Sinn. Eigentlich weiß ich jetzt nicht, was Lustiges zu erzählen. Ich würde mich auf Fragen freuen, da könnte ich darauf antworten. Super. Ich meine, wir hätten eine erste Frage an der Wand. Ach ja, das war eine Arbeit mit dreidimensionalen Buchstaben, die ich in Styropor geschnitten habe und bunt bemalt habe, damals in der F&F. Und dann sieht man euch auf einem anderen Bild, mehrere Leute werfen solche Buchstaben in die Luft? Ja, die schmeißen sie in die Luft. Vielleicht mag ich noch festhalten, die Krawatte habe ich aus Goldbrokat selbst genäht. Ich habe dann aber keine näherischen Talente entwickelt im Weiteren. Das war so die Popzeit halt. Aftermath hieß ein Album von den Rolling Stones. Das war damals die Zeit. Bei den Dokumenten sieht man auch, dass du Musikkurse gegeben hast. Es gibt auch einen Zeitungsbericht von der Schwierigkeit, spontan zu sein, von 1972. Das hat Mario Gerdeis geschrieben, der ebenfalls am Kurs teilnahm. Und er ist ein Musikkritiker, mehr in der E-Musik, in der Klassikbranche. Und ich weiß nicht, ob er diese Frage gestellt hat oder andere Teilnehmer, ob denn Geräuschmalerei, wie man sie in der improvisierten Musik machen kann, denn auch Musik sei. Und das ist natürlich ein Huhn- oder Ei-Frage, aber es wurde doch ein Weilchen über das diskutiert. Ich glaube, der hatte Mühe mit der Improvisation, weil er nach der Natur funktioniert hat. Aber das hat
Ja, ist schon recht. Anton, darf ich dich, hallo da, ich bin da. Darf ich dich kurz was fragen? Ich kann mich erinnern, wie du als junger Mann jeweils durch Zürich gegangen bist, so in deiner Größe, mit grossen Schritten. Du hast ganz viel Maultrommel gespielt. Ja. War das vor oder nach der F und das F? Das war nach der F und F. Die Maultrommel habe ich erst etwa 68, 69 kennengelernt. Ich habe dann auch dreimal oder vielleicht viermal kurze Gastkurse gegeben. Einmal in eben improvisierter Musik, Geräuschmusik, einmal in Sprache und Musik und einmal auch in Malerei in der Roten Fabrik. Und die Geräusche, die man vorhin gehört hat, da haben wir in großen Klassen, an den großen Fenstern mit Styroporstücken gerieben und das hat dann gequietscht und auch gebrummt. Das hört man, das Gezwitscher jetzt, das vielleicht kommt, das Blaue, ja. Während dieses Musizierens, wenn man dem so sagen kann, ist eine Scheibe zersprungen. Ich habe das nicht mal gehört in dem Lärm oder beachtet. Erst, wo eine Aufruhr war um eine Person, die hat sich geschnitten am Glas und hat extrem geblutet. Und die musste in den Notfall. Ich hoffe, es geht ihr heute wieder besser. Ja, also wenn ich frage nur noch was Kurzes, dann können wir ja mal dann. Daniel Furter, war er auch mit dir in einem Kurs? Das ist jetzt nicht in meiner Erinnerung, das heißt aber nicht, dass es nicht so gewesen sein könnte. Daniel Furter hatte ich anders, später dann in Erinnerung persönlich, aber in der F&F ist mir... Ich könnte kaum einen Namen nennen, der damals mitgemacht hat, außer Gerteis, weil der war, den konnte ich dann lesen und hatte eine. Ja. Danke. Hey, danke dir vielmals. Mache. Das jetzt optimal bedienen. Ne? Dieses Bild haben wir vorhin kurz schon gesehen. Und es wird sogar benutzt für die Medienarbeit dieser Ausstellung. Also, und ich habe mich darum bemüht, dass die Bildlegende korrekter wird. Aber vielleicht wird es jetzt noch korrekter, wenn du uns hilfst. Das bist doch du, oder? Das bin ich von hinten. Und einiges jünger. Also das ist eine Arbeit als Schüler von der, in der F&F noch. Und das ist das letzte Bild von einer Serie mit diesen quadratischen weißen Zetteln. Nein, es ist die vorletzte. Einfach in der Landschaft in Zürich, das ist beim Dolder oben auf dem Golfplatz,
so ja, Installation, Auslegearbeit, was weiß ich, brauche keinen Namen dafür. Das letzte war dann das Aus, war dann wirklich der Schluss mit dem Aussetzen all dieser Dinge auf der Limmat. Ja. Aber die anderen Fotos weiß ich nicht, wo die sind. Also ein Mitschüler, ich weiß auch nicht mehr, hat mich begleitet und hat das dokumentiert, etwa 6-8 Stationen. Das heißt, jedes Foto ist an einem anderen Ort. Ja. Aber immer bist du drauf. Und immer vor allem. Die Zettel. Ja. Und du weißt nicht mehr, wer das war. Es geht mir so wie ihm. Ja. Namen. Und das gilt leider nicht nur für die Mitschüler und Studenten von damals. Und ich habe es auch schon vorhin erwähnt, als wir zusammen sprachen, es gibt natürlich Bilder von dir in Volano, 1969, ja. Zum Beispiel das da. Okay. Der Mann mit der Pfeife, das ist Benedikt Vivian, der auch Lehrer damals war. Wir hatten überhaupt, also durch Serge Stauffer vor allem, er hat ganz interessante Leute angezogen. Wir hatten zum Beispiel Deutschunterricht bei Bixel und es waren viele damals, ja, bekannte, wichtige Leute haben Kurse gegeben für uns, das war ganz toll. Und das war eben eine Exkursion, eine Woche lang konnten wir da in einem Haus in Volano am Meer, konnten wir da hausen und werken. Und unter anderem, man sieht das an der Tasche, die ich da habe, war Videoarbeit, war da schon angesagt. Nicht Video, stimmt nicht, das war noch Hayacht. Und jeder bekam eine Rolle, also das waren ein paar Minuten. Und das ist jetzt quasi ein Still von einem diesen Aufnahmen. Wer am Boden liegt, weiß ich nicht. Der lange hinten. Am Boden liegt laut Stefan Michel, der hinten steht, am Boden liegt Urs Benninger. Ja. Hat Stefan Michel in einem Online-Kommentar hinterlassen. Aha. Ja. Ich habe mit ihm viel zusammen gemacht. Okay. Ja. Meines Wissens wurde damals, konnte endlich die Klasse eben eine, glaube ich, Normal-8-Kamera bekommen. Und deshalb haben sie euch dann auch diese Filmrollen geben können. Und ich suche jetzt kurz im Archiv nach einem solchen Film. Aber da ist. Okay. So, da kommen drei Ergebnisse. Aha. Ja. Und der eine ist vermutlich exakt so ein Film von einem Schüler oder einer Schülerin. Das ist. Aha. Ja, das ist vom Haus und zum Meer. Ich habe damals auch. Okay. Rolle durch. Und Hans-Jörg und Serge haben eine Doppelprojektion gemacht. Und
Hier ist Hansjörg am Filmen und man sieht unten Serge, wie er filmt mit verbundenen Augen. Und die eine Kamera ist angeschrieben mit Kamera von Emanuel. Also offenbar konnte Emanuel Halpern noch eine private Kamera mitbringen. Im Frühjahr hatte Doris Staufer angefangen, Teamwork zu unterrichten und das Happening wurde zu einem wichtigen Bestandteil. Und ich glaube, in Volano habt ihr das richtig ausgelebt, sozusagen. Und wahrscheinlich in der Folge von Teamwork von der Doris als Idee. Genau. Weil sie hat das... Und das Verrückte ist, sie hatte vor der Klassenfahrt, also vor dieser Exkursion, hat sie die Kündigung erhalten von Marc Buchmann, hat es aber während der ganzen Woche nicht gesagt. Erst auf der Heimfahrt hat sie offenbar euch dann gesagt, ich habe die Kündigung erhalten und ihr seid dann offenbar zu Marc Buchmann gegangen und habt gesagt, das geht gar nicht. Und er hat es dann zurückgezogen, die Kündigung. Das war ja noch in der Kunstgewerbeschule. Man sieht auch, dass Serge Staufer den ganzen Film mit verbundenen Augen filmt. Das heißt, er folgt jeweils den Geräuschen. Aber hier filmt ja Hans-Jörg Mattmüller. Das heißt, er sieht natürlich, was er filmen will. Ich gehe jetzt noch mal schauen, ob es auch etwas hat von Mosche, als er später wieder an der Schule ist, in den 90er Jahren. Das ist nicht sicher, bei uns fehlt natürlich vieles. Hier gibt es einfach Abend- und Samstagkurse, das Programm. Also das ist eigentlich fast alles noch als Schüler. Ja, genau. Wie war das für dich, als du dann in den 90er Jahren wieder an der Schule warst? War das eine andere Schule oder warst du noch, ja, war es für dich das Gleiche? Sie war einfach viel größer. Oder am Anfang eben, das hat man hier ja gesehen, da bei dieser Ankündigung noch fast alles hektografiert. Und in den 90er war das schon semi-professionell und alles viel größer und es verteilt über die ganze Stadt und war auch schon viel mehr Geld im Spiel. Was natürlich auch hieß, dass die Tagesklassen viel bessere Ausrüstung gehabt haben. Aber in die Kurse am Anfang, da habe ich nichts in dem Sinn dokumentiert. Also da gibt es vielleicht Arbeiten, die übrig geblieben sind oder nicht. Die müssten dann in der Schule sein. Im zweiten Durchgang habe ich dann zum Teil diese Geschichten auch mit Video oder Fotos. Und die habe ich ja auf deinen Wunsch ein bisschen wieder ausgegraben. Und die sind alle ziemlich schlecht natürlich, also technisch. Aber wir können ja das zusammen angucken, was da doch brauchbar ist.
Ja, wenn wir die Jahre aufteilen, sehen wir, dass zu dir Einträge existieren, 67, 69, 70, 71, 72, 73 und dann wieder 96, 97, 98. Eigentlich 99 war auch noch. Okay. Ich meine sogar noch einen Film zu haben, 99, 00. Und jetzt grabe ich ganz tief. Hier ist ein Semesterprogramm und du unterrichtest Macht, Linien, nicht Punkte, Schreiben, Deleuze und Guattari. Plastik, Objekt, Installation, Bändlistraße 86, jeweils 9 bis 12 und 13 bis 16. Genau. Was mir damals aufgefallen ist, ist, dass die Leute eigentlich kaum irgendetwas zu Kunst oder über Kunst gelesen haben. Und da habe ich dann eben Boris Groys in diesem Zusammenhang oder die totale Installation. Und die fand das natürlich anregend und auch Fluster habe ich mitgebracht. Weil, ja, so auch als ein bisschen Kopfanregungen. Luhmann hast du auch zitiert. Oben im ja. Text. Möchte nochmal zurück ja. Zum Luhmann. Linien ziehen heißt es auch bei Luhmann. Keine Auflösung bringen, aber auch die eigenen Standorte finden, wünschen sich die Grundherren. Typografie. Hast du das gemacht? Yeah. Das ja, natürlich. Geklebt und mit Tippex. Noch, wahrscheinlich. Wir hatten, oder mindestens ich hatte keine Hemmungen, mich an keine, in dem Sinn keine Grenzen zu halten. Also quasi, das, es gibt Fach, so wie Malerei oder irgend so. Wie war das für dich, dass du eigentlich sonst, du hast gesagt, du hast Gruppentherapien gemacht und habe ich richtig, sage ich es richtig, als Psychoanalytiker gearbeitet und hier hast du aber Kunst unterrichtet. War das dann für dich eine andere Art, darüber zu sprechen als vorher oder wie hat sich das verbunden? Ich denke, für mich war das eine Dialektik und da kommt noch anderes rein, das Politische. Und einfach wahrscheinlich ist der Grund, das Forschen und neugierig sein. Also das dann vom Serge, oder? Die Kunst als Forschung. Und das ist etwas herausfinden, etwas sehen und dann eben das Transponieren. Also vielleicht in dem Zusammenhang kann ich noch erwähnen. Bevor ich in die F&F kam, war ich einige Jahre in Israel, im Kibbutz. Und also insofern ist ja die Gruppe, das Soziale, ist irgendwie ein Grundmotiv und vielleicht sogar ein Boden. Und der Einzelne quasi, ja, wie steht er zu seinen Gruppen, zu seinem Kontext? Und das natürlich dann auch wieder geht dann in der Kunst wieder, ja, also die Malerei oder irgendwie eine Disziplin im Verhältnis zur Kunst, im Verhältnis zur Zeit, das auch ein bisschen zu überdenken. Als Inspiration und dann die Leute sollen machen, was sie wollen. Das bringt uns eigentlich zu dir, Eva, oder? Bitte? Wie das? Dann die Gruppe, die Arbeit in der Gruppe.
dann würde ich jetzt mal etwas raussuchen zu dir. Okay. Ist gut. Ich bemühe mich wieder als optimaler Benutzer. Entschuldigung, Michael, darf ich? Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hilfreich wäre, wenn man mal sagt, was man hier eigentlich sieht, also wie sich das angefühlt hat, als Student an der F&F in der Kunstklasse zu sein. Da hat man für jedes Semester einmal dicke Post gekriegt in einem A4, also C4-Umschlag. Und da war das Deckblatt, war das, was man hier links sieht. Das ist im Prinzip die Liste von allen Kursen, aus denen man frei wählen konnte als Student. Man konnte gar nichts besuchen oder alles oder was auch immer man wollte. Hat sich hier was ausgesucht und jeder, der Lehrer war, musste rechtzeitig, da hat das Sekretariat und Hans-Jörg Mattmüller immer daran gemahnt, eben dieses Blatt, was wir vorhin von Moshe Wesseli gesehen haben, eben zu verfassen und sich Gedanken zu machen, was man eben anbieten will, was für ein Thema und so weiter. Und das gab dann eben so eine Zentimeter dicke Beige von A4-Blättern, die man als Student gekriegt hat und sich dann eben was ausgesucht hat, dass man dann besucht. Ja, sehr gut. Also hast du, da warst du ja schon, da warst du vielleicht einer von denen. Monika Dilje. Genau, das war Malerei oder Zeichnen, genau. Es war separat Malerei und Zeichnen. Hermann Buber, das erste Blatt, ging meistens unter Malerei, aber das war eigentlich sehr, sehr weit gefasst immer. Also da hat alles Mögliche drin Platz gehabt. Und sehr viel inhaltliche Auseinandersetzung, gar nicht mal so sehr, dass man dann auch wirklich ein Resultat vorweisen konnte, war gar nicht so zentral. Sehr intellektuell eigentlich auch, also sehr in die Tiefe gehend, was inhaltliche und konzeptionelle Gedankengänge angeht. Stefan Keggi hat uns verraten im Interview, dass in dieser Zeit gab es gar keine Klassen, es gab einfach eine große Menge Studierender, die genau. Sich manchmal meistens bei Lischka im genau. Vortrag traf. Ja, das jeweils Freitagnachmittag um 2 hat Lischka, das war der einzige Lehrer, der quasi einen Schulfix pro Woche hatte und alle anderen hatten halt so Tageskurse, so wie eben Moshe auch oder mehrere so blockweise, ich muss jetzt gleich mal gucken. Das, was man hier nicht sieht, das ist, könnte von mir sein. Das ist von dir, genau. Ah ja, genau. Also das war dann meistens so terminlich ein bisschen zusammengefasst, dass ich irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, 2 Wochen lang jeweils Montag bis Donnerstag hatte oder irgendwie sowas in der Art. Und dann immer am Freitag war der große Treffpunkt bei Lischka und das wurde eben auch rege besucht, weil dieser ganze Sauhaufen von Studenten da meistens komplett zusammenkam. Sonst hat man die ja nicht alle an einem Ort gesehen. Also da waren dann vielleicht an einem Vormittag vielleicht 12 Stück von 80 präsent und mehr nicht. Und ja, die einen waren dann mit Projektarbeit befasst oder haben lange ausgeschlafen oder was auch immer. Und der Freitag war dann wirklich das soziale Event unter der Woche. Und durch die extrem verzweigten Beziehungen, die Lischka hatte, ist da auch immer viel bei rumgekommen. Das war übrigens auch so quasi das Minimum an Kunstgeschichte, das wir eigentlich erhalten haben. Es war ja nie Sinn und Zweck der F&F, also weder Schaffenstechniken, künstlerische Techniken zu vermitteln im Einzelnen und auch nicht Kunstgeschichte und so zu vermitteln, sondern nur so en passant. Und bei ihm gab es halt eher so was wie Kultur, Philosophie, Kunst, Philosophie, alle möglichen Texte und Quellen, seine eigenen natürlich auch, das hat da alles Platz gehabt und auch Diskussionen diesbezüglich. Aber das war schon ein bisschen vortragsartig, muss man sich das vorstellen. Das war immer ganz oben in der Aula am Silke und die war dann ziemlich schön voll und eben das war der Treffpunkt so unter der Woche. Das heißt, es gab keine Absenzen, man ist gekommen, wann man Lust hatte und an die Kurse, auf die man Lust hatte.
Ja, ganz genau, so war das. Also aus Sicht der F&F war das im Prinzip ja egal. Also es gab natürlich dann, wurden dann Fragen gestellt, wenn man nie dabei war oder auch irgendwie nicht Arbeiten gezeigt hat. Grundsätzlich konnte jeder Student sein und für sich irgendwas arbeiten und dann irgendwie einen Austausch pflegen, mindestens einmal im Jahr oder so. Also, und es gab ja dann schon Momente, wo man ein bisschen ja, die Hosen runterlassen musste und zeigen musste, was man so die ganze Zeit gemacht hat. Und, aber logischerweise gab es keine Absenzenlisten. Also das war, solange die F&F ihr Geld gekriegt hat, war das in Ordnung. Jetzt habe ich die Suche zu Eva Hörli aufgemacht. Und zuerst fällt auf, dass eigentlich noch wenig hier ist. Und das hat damit zu tun, dass wir in den 80er Jahren noch sehr uninformiert sind. Wir wissen vieles nicht. Und wir sind auch daran, noch mehr Bilder hochzuladen, die noch gar nicht online sind, die wir aber schon digitalisiert haben. Ich habe aber zumindest schon mal bei einem Bild konnte ich dank der Beschriftung Eva, habe ich einfach mal gefragt und du hast gesagt, dass du das warst. Ja, das war ich. Das war eine Performance auch in der Galerie, wie hieß die? Lydia Mägert in Bern. Da war ein Projekt, dass wir ein ganzes Jahr lang Leute von der F&F da Performances machen konnten. Und das war dann mein Beitrag. Ich habe mich sehr beschäftigt mit Impulsen, die aus dem Körper rauskommen. Und da war so ein Thema irgendwie, dass so die wiederholenden Muster, die dann irgendwie nie enden. Ja, das war da das Thema. Was liegt für den Gegenstand am Boden? Das ist ein abgebranntes Stück Holz und das rechts davon, das ist ein Stück Papier. Ich hatte da so aus Papier so Häuser aufgestellt, die ich dann irgendwie zertrümmerte mit meinem Pulli. Da habe ich da die Häuser zertrümmert. Häuser aus Papier? Also das aus Papier so. Ja, aber hier ist es wieder zusammen. Das, wie? Gefaltet. Hier ist es zusammengefaltet. Ja, ja, da habe ich es wohl schon. Ja. Erschlagen. Ja. Das heißt, bei Lydia Mägert waren Studierende und Dozierende gleichzeitig am Performen. Ja. Habt ihr da keine Unterschiede gemacht? Nein. Nein. Das war typisch Lischka eigentlich auch. Der hat ja in Bern unweit der Galerie Lydia Mägert gewohnt und die Lydia Mägert wollte eine Auszeit machen, die hatte ja da ihre Galerie und also die genauen Hintergründe weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ergab sich einfach irgendwie die Möglichkeit, über einen größeren Zeitraum diese Räume zu nutzen. Es waren zwei Räume, links und rechts und es war ziemlich schnell klar, dass es einfach irgendwelche Performances und Installationen und irgendwelche so kurze Sachen gab. Ich glaube, also typischerweise einmal pro Woche, glaube ich, irgendwie. Ja, war wohl so, ja. Und da haben wirklich, ich weiß nicht, also zig Arbeiten wurden da gemacht und es sind eben auch viele da dokumentiert. Viele habe ich selber fotografiert oder eben der Martin Rindlisbacher hat sie fotografiert, weil der in der Nähe von Bern schon gewohnt hat. Und, aber er selber hat zum Beispiel eine Performance gemacht, ich habe eine Performance gemacht. Ja, da war quasi jeder, der wollte, konnte mal ran. Die Foto da, die war von Daniel Schäublin. Wir waren ja da zusammen als Paar unterwegs und haben uns da gegenseitig dokumentiert. Dann habe ich noch etwas anderes geöffnet von dir, offenbar ein Kurs, den du gegeben hast mit Norbert Klassen, 1990. Wir haben die Fotos auch in besserer Qualität schon bei uns, aber die sind noch nicht online. Hier gibt es ein Foto abgezeichnet. Das kannst du dich nicht erinnern.
Und hier sind die Fotos ganz klein, die wir noch aufschalten wollen. Ja. Das war ein Kurs, den haben wir zusammen unterrichtet. Er kam an die Schule, auch durch Lischka. Er war in der Klassen, war im Theater in Bern, wenn ich mich richtig erinnere, und hat da auch so Performance-Stücke inszeniert, glaube ich. Und da haben wir mal, das war eine einmalige Zusammenarbeit. Ich muss sagen, ich kann mich schlecht erinnern an die ganze Sache. Ja. Da weißt du vielleicht mehr, vielleicht warst du da dabei? Nein, nein, das war, da war ich in Düsseldorf in dem Jahr, da war ich eben nicht dabei. Aber ich kenne natürlich viele von den Gesichtern, die damals dabei waren. Also die Person hier links, das ist zum Beispiel der Stefan Meyer, das weiß ich noch. Dessen Bruder ich auch gekannt habe. Und er war aber an der F&F. Und Daniel Blunschi habe ich vorhin gesehen, Hans Wermelinger und, und. Also gibt es ganz viele, die, obwohl die Bilder sehr klein und schrumpelig sind, erkenne ich eigentlich die Leute oder viele von den Leuten. Das ist schon fast erschreckend. Ja, super, super. Anhand einer Bleistiftskizze erkennst du die Person. Wow, okay. Ja gut, cool. Das ist, weil ich das Foto dazu halt kenne und den von da erkennen kann, ja, obwohl ich nicht dabei war. Also ich kann mich auch nicht mehr ganz an das Format erinnern, wie das war. Ich habe verschiedene Formate unterrichtet. Ich glaube, wir hatten da eine Zeit lang wöchentliche so Halbtage oder Tage und dann Blockwochen, irgendwas so kombiniert. Ja, ich habe beides unterrichtet. Eine Zeit lang war ich auch so einen halben Tag pro Woche. Das war wohl dann der Freitagmorgen vor dem Theorienachmittag. Und sonst, aber die meiste Zeit waren das Kursblockwochen, die ich unterrichtete. Da haben wir jeweils meistens so am Vormittag Körpertraining gemacht, Körperwahrnehmungsarbeiten, Impro-Übungen und dann am Nachmittag konnte jeder an einem eigenen Stück etwas entwickeln oder die Körperarbeit in Zusammenhang bringen mit anderen Arbeiten, die Person dann schon involviert war. Da gab es dann am Ende der Woche, haben wir kleine Performances gemacht, jeder macht irgendwie 5 Minuten, dass wir dann mit Videoaufnahmen und dann nochmals reflektierten. Das waren eigentlich meine Liebsten, habe ich am meisten geliebt, diese Kurswochen. Das war wirklich toll, da einzutauchen. Da sehe ich jetzt das Bild ganz oben links. Abriss ist Abriss. Das ist in der Bahnhofshalle. Und das ist Wladimir, ein Ex, also ein, wie soll ich sagen, also er war drogensüchtig gewesen und war so quasi mit Methadon und so auf einem guten Weg und hat irgendwie den Weg zur F&F gefunden und hatte die Idee, diese Performance zu machen. Selber war er Violinist und er hat, rechts sieht man noch Hans Wermelinger, aber man muss ihn schon gut kennen, um ihn zu erkennen, da, mit der Brille, halb Portugiese, halb Schweizer. Und ja, das war so eine ganz trashige Erscheinung, dieser Wladimir. Nachname bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, wenn wir vielleicht zurückgehen, also da kann ich noch weitere Sachen dazu beschreiben. Soll ich sonst kurz in den Video klicken? Ja, gerne. Also ich weiß nicht, wer den aufgenommen hat. Ich war jedenfalls dabei, das weiß ich noch. Ah, okay. War das am Hauptbahnhof? Das war in der großen Bahnhofshalle, meine ich. Okay. Also da, wo die Niki de Saint-Phalle-Figur hängt, quasi. Sogar sein, dass ich die Aufnahme gemacht habe. Also ich bin mir nicht mehr sicher, wer das Bongo bedient.
Also die einzige Information, die ich fand, ist 1988, eben der Name Hans Wermelinger. Ja. Und er hat auch mit uns schon Kontakt aufgenommen. Und ich werde ihn natürlich noch befragen dazu. Also ich meine, das war eine Idee von Wladimir, das Ganze. Aber das ist typisch F&F. Also jemand hat eine Idee, hat die dann in die Runde gebracht. Das war jetzt, hat jetzt gar nichts mit irgendeinem Kurs zu tun oder sonst was. Das war einfach eine Idee und wir hatten ja ein bisschen Equipment und haben gedacht, komm, wir machen das zusammen, wer macht mit und so weiter. Da sind wir da irgendwie zu fünft in den Hauptbahnhof und haben das gemacht. Also ihr hattet keine Bewilligung, ihr seid einfach in die Baustelle eingedrungen und habt ein Konzert gemacht. Kann man so sagen, ja. Also ganz bestimmt keine Bewilligung. Ja. Das wiederholt sich jetzt einigermaßen, wir können aufhören, aber es ist mir total präsent, also das ist wie wenn es vorgestern gewesen wäre. Da ist ein VHS-Tape, das wir gefunden haben, ohne weitere Beschriftung. Wir hatten auch nicht mehr, also das war wirklich das der höchste der Gefühle. Also es gab damals so den Spruch von Hermann Bohmert, wir nehmen es auf VHS und dann überspielen wir es auf U-Matic, dann wird es noch ein bisschen besser. Aber das war natürlich nur Quatsch, also das war eine reine Wunschvorstellung, dass sich das Bild dann stabilisiert. Aber das haben wir damals so gesagt und das mussten wir jeweils beim Videoladen machen, weil wir hatten selber keine U-Matic. Ich glaube, wir sind jetzt mittendrin und ein guter Moment aufzuhören. Und vielleicht möchte ja jemand eine Frage stellen. Das habe ich bei meinen Gedanken nicht, das habe ich vorhin nicht gesagt. Oder vielleicht gibt es auch aus dem Publikum noch weitere Hinweise, die wir jetzt öffnen sollten. Mir kommt noch spontan die Arbeit eines Kollegen in den Sinn. Dann gleich bitte. Hast nicht gesehen. Ich weiß aber nicht, niemand weiß mehr, wer das gemacht hat in der F&F. Das war eine Box aus Holz und drin hat es eine Glühbirne gehabt. Und die hatte einen Deckel. Und wenn man den Deckel öffnete, sah man, wie die Glühbirne auslöschte. Und wenn man sie wieder zugemacht hat, hat es gebrannt. Das war von mir. Das war von mir. Gratuliere, gratuliere. So, das war's. Licht im Dunkel. Also, das ist so wie Schrödingers Katze in etwa, oder? Kennst du das mit der Katze, die in der Kiste drin ist? Ich habe nur eine Frage. Ging man damals in die F&F mit der Idee, dass man Künstlerin oder Künstler wird, oder ging man dahin, weil man dachte, da ist irgendetwas, was interessant ist? Also das war natürlich unterschiedlich, aber ich würde sagen beides. Also letztlich wurde man selektioniert, wenn man im Aufnahmegespräch erahnen lassen konnte, dass man wirklich etwas erreichen möchte in der Kunst,
Ich zum Beispiel kam eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich eigentlich nur marginal ein Verständnis, ein echtes Verständnis von der Kunst hatte. Als ich hörte von der F&F und auf der Suche war nach einer Möglichkeit, ich hatte ein abgebrochenes Physikstudium hinter mir und wusste, dass es in eine gestalterische Richtung weitergehen sollte. Und zufälligerweise kannte mein älterer Bruder einen der Lehrer damals, der Malerei gegeben hat. Und der hat dann das Aufnahmegespräch mit mir gemacht. Respektive es war dann so, dass der hat in den Sommerferienzeit hat er einen Malkurs gegeben, eine Art Freizeitkurs. Der hat meine Mappe durchgeschaut, also wie wenn das alles nichts wäre. So einfach durchgeblättert und ich war schon so ein bisschen geknickt, dachte, ja, also der merkt irgendwie nicht, was da für tolle Sachen drin sind. Und dann hat er gesagt, ja, das ist soweit okay, aber um jetzt genau zu wissen, ob ich mich für die F&F eigne, soll ich doch jetzt an seinem Kurs teilnehmen. Und dann bin ich irgendwie mit Verzögerung noch eingestiegen, habe dann gelernt, wie man eine Leinwand auf den Rahmen zieht und habe angefangen zu malen. Und dann am Ende von diesen paar Tagen hat er gesagt, es sei in Ordnung, ich sei jetzt aufgenommen. Vielleicht kann ich etwas Historisches dazu sagen. Die F&F war ja zuerst ein Teil der Kunstgewerbeschule Zürich. Und zwar eben von Hans-Jürg und Serge ins Leben gerufen als Idee. Serge war damals, glaube ich, noch Lehrer an der Fotoklasse. Die war sehr wichtig damals in dieser Schule. Und was ihnen gefehlt hat, war eine Klasse für freies Arbeiten, also für was man heute für so Gestalt und Kunst. In Basel hat es sowas gegeben, die Fédier-Klasse, eine Malerklasse, und in Zürich eben nicht. Das war alles berufsorientiert. Und aus dem hat sich dann dieses Provisorium oder diese Versuchsreihe gegeben. Und das war ja auch das, was dann später eigentlich weitergegangen ist, mindestens am Anfang. Und vielleicht ist das ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass die F&F heute genau das anbietet, natürlich in der neuen, modernen Art, was sie damals bekämpft hat, nämlich eine Kunstgewerbeschule. Mit allerdings jetzt, mit natürlich auch der Abteilung freie Kunst. Das kommt jetzt natürlich dazu. Und bei uns war es noch beim Staat gratis und heute kostet das viel Geld. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen zu dem, die Leute kommen und gehen, wann sie wollen. Also in meiner zweiten Runde habe ich da eben dann etwas mitgebracht aus den Therapien, also aus den analytischen im Speziellen, nämlich das Stichwort Setting. Und Setting heißt nichts anderes, wenn man zusammenarbeitet, macht man etwas ab. Man macht einen Vertrag in dem Moment, also zwischen der Schule, dem Schulleiter und den Kursbesuchern. Und da war es also in dem Sinn klar, wer mitkommt, muss da sein. Und das war dann auch so. Und auch, dass jeder Kurs mit einer Arbeit abschließt. Also da gab es dann Arbeiten, wo das war eine Gruppenarbeit und oder Einzelarbeiten. Und mit der Zeit haben dann das auch die Studenten selbst übernommen, irgendwo einen Ausstellungsort zu organisieren. Also sei das nun in den Räumlichkeiten der F&F damals selbst, Bändlistraße zum Beispiel, oder dann gab es auch unterwegs Geschichten, also am Escher Wiesplatz im Untergrund hatten wir mal dann so eine Abschlussarbeit. Weil das war mir eben wichtig, weil Leute, die einfach kommen und nicht kommen, das ist unmöglich. Und auch was eine andere Schwierigkeit war noch die, wie bringt man die Leute dazu, dass sie sich für die Arbeiten ihrer Mitschüler oder ihrer Peers interessieren, das war ganz, ganz schwierig. Eigentlich
Arbeitsbesprechung, dann stand man da so da vor den anderen und dann habe ich gefragt, ja und jetzt, was seht ihr da oder was sagt man? Oh, nicht schlecht oder irgend sowas oder naja. Und diese Sachen zu entwickeln, das war eben auch wichtig. Aber es ging wirklich in der F&F eigentlich zuerst um eine Kunstschule in Zürich, die es nicht gab, also, und zwar außerakademisch. Als ich in der F&F war, hat Matt Müller, wenn man eine Minute nach acht kam in den Schulzimmer, hat er gesagt, auf Wiedersehen um neun. Da musste man raus und konnte um neun wieder in die Schule kommen. Das war doch relativ diszipliniert, möchte ich mal sagen. Nachher hat sich das ein bisschen gelockert, offenbar, wie ich jetzt gehört habe. Ja, als ich da war, da habe ich das ähnlich wie du. Ich habe nämlich gesagt, ja, ich will was aufbauen. Wir können am ersten Tag kommen, dann müsst ihr euch entscheiden, seid ihr jetzt dabei oder nicht. Aber es geht nicht, dass alle halbe Stunde einer reingeht, einer rausgeht, irgendwie, da kann ich nicht arbeiten. Und da war ich dann schon öfters, hat mir an mich hochgenommen im Lehrerteam. Ich hätte da so eine anständig geordnete Unterrichtsform. Ja, es gab einfach keine Struktur jetzt von der Schulleitung her, die da irgendwie eine Kontrolle ausgeübt hätte. Also es war an jedem Lehrer quasi selbst überlassen, wie konsequent er das umsetzt oder was er eben für Maßstäbe anlegt für das Besuchen eines Kurses. Und jetzt gegen eben Ende 90er Jahre gab es ja die Tendenz, dass eben zum Beispiel die Kunstgewerbeschule wurde dann zur Fachhochschule. Also generell gab es die Tendenz, dass alle möglichen bestehenden Schulen eigentlich sich upgraden wollten zu einer Fachhochschule und die F&F musste sich dann überlegen, wie sie sich dieser Bewegung in diesem Kontext positioniert und daraus entstand dann eben dieses Bestreben, eine höhere Fachschule zu werden und eben auch die Kunstklasse, dieses Diplom anerkennen zu lassen und im Zuge dessen sind natürlich dann auch die Bestimmungen haben sich dann verschärft quasi, also es konnte da nicht einfach nur noch so ein bisschen, wie man gerade wollte. Deine Frage wurde ja jetzt gekonnt, nicht beantwortet. Gibt es weitere Fragen, die nicht beantwortet werden? Vielleicht noch etwas, was besonders war. Also es gab ja in diesem Pool von Studenten an der Kunstklasse, da gab es rein schon hinsichtlich des Alters, gab es irgendwie ja, circa 25 Jahre Unterschied. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir eine Studentin hatten, die aber nicht, die, glaube ich, die vollen 3 Jahre dann durchgemacht hat, aber die hatte eigentlich schon eine Lebensphase mit Kindern, die vielleicht schon ja, adoleszent waren, die war in ihren 40ern und hat als Verkäuferin gearbeitet, war vielleicht sogar getrennt von ihrem Mann, ich weiß es nicht mehr genau, und hat in der F&F eine Möglichkeit gefunden, neue Wege einzuschlagen. Meines Wissens ist sie dann eben nicht dabei geblieben, aber nur um ein Beispiel zu geben, was jetzt zum Beispiel im krassen Gegensatz zu meiner Situation steht, also quasi Studiumsabbrecher, der eigentlich einen neuen Weg sucht, mit 22 an die F&F kommt. Das sind dann schon unterschiedlichste Lebensphasen, die dann eben sich getroffen haben und sich ausgetauscht haben und eben das war so eine lockere, große, interaktive Masse von Studierenden. So muss man sich das in etwa vorstellen. Also ich würde auch sagen, alle, die kamen, die wollten ja irgendwie kreativ Medien ausprobieren, sich ausdrücken, etwas kennenlernen. Und da waren wohl die von Anfang an die Ziele vielleicht unterschiedlich, aber die Wege waren dann auch sehr unterschiedlich. Die einen gingen dann vielleicht mehr in die Kunst oder in die was auch immer. Viele gingen auch in soziale Berufe danach.
oder in therapeutische Berufe mit kreativen Medien, mit, oder ich denke da zum Beispiel an eine Frau, die jetzt, die Karin Jana Beck, die ja große Singkreise aufgezogen hat, das Stimmvolk, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist, sie ist mit Singen unterwegs, mit großen Gruppen und sozialen Aktivitäten. Also es ging natürlich weit, Künstler, ja, ich war vielleicht im, ja. Es gab auch immer wieder Leute, die waren eigentlich schon Künstler, die haben sich irgendwie den letzten Schliff noch geholt an der F&F, weil sie eben gemerkt haben, dass sie quasi auf gutem Wege sind, aber irgendwie fehlt noch eine verstärkte Auseinandersetzung oder eben dieser letzte Schliff. Also da gibt es auch gute Beispiele für. Es gibt auch einige von denen, die dann nicht die ganzen 3 Jahre geblieben sind. Die sind dann vielleicht nur 1-2 Jahre geblieben. Stefan Eicher zum Beispiel war nicht so lange an der F&F. Der hat irgendwie schon gewusst, wo er hin will, aber er hat sich so ganz neue Facetten hat er sich da geholt, denke ich mir. Dann am anderen. Ja, am anderen Ende waren dann eben auch ja, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, dann vielleicht nicht mehr ganz so, also Ende 90er war es auch, wenn, ja, ich meine es nicht so despektierlich, aber ein Parkplatz, wo Eltern ihre Kinder, die noch nicht so recht wussten oder auch nicht so recht taten. Also eigentlich vor allem den Vorkurs als Therapie benutzt haben. Und das war dann auch immer ein bisschen so eine Geschichte, oder? Und mit den lockeren Aufnahmen, nehme ich an, hat sehr viel mit dem Geld zu tun gehabt, weil diese Schule musste sich selbst finanzieren die ganze Zeit. Die Stadt hat ein bisschen Geld gegeben, aber das war unwesentlich. Ich weiß, die hatten da etwa 10% oder irgendwas sowas, bezahlte die Stadt und hat dann bei dem Wechsel zu dem Direktionssystem, oder, hat sie es doch fertiggebracht, mit ihren 10% quasi zu bestimmen, was jetzt weiterläuft. Also das war ein geschickter Schachzug, wenn man so will. Ja, also diese ganze Breite war natürlich auch eine Chance für sehr viele Leute, eine kürzere oder längere Zeit, da sich aufzufangen. Was es übrigens auch gab, es gab immer wieder zum Beispiel bei Lischka Leute, die da waren, die waren gar nie Student an der F&F. Die sind einfach so gekommen, über irgendwie, sei es Lebenspartner, sei es irgendwie, oder also irgendwie Freunde, Freundin oder so. Oder einfach Leute, die irgendwie davon hörten und einfach mal reinhören wollten. Und das war eben auch möglich, das will ich noch kurz sagen. Also das. Da stand niemand an der Tür und gesagt, nee, aber du hast ja gar nicht, du bist ja gar nicht immatrikuliert, du kannst hier nicht rein. Also das war alles irgendwie, hatte Platz. Hey, wow, vielen, vielen Dank, großartig. Merci vielmals. Ja, ich würde sagen, die Website ist online.